Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Es ist dunkel und wir werden jetzt Ertrunkene töten. Vielleicht kurz gucken, wie viele Ertrunkene wir hier töten müssen. Das waren, was das heißt eigentlich, ne? Status aktiv, okay. 3 ertrunkenen Gehirne. Das ist ja machbar. Ertrunkene findet man ja bekanntlich hier. Da ist schon einer. Frage ist, ob das hier der richtige Kampfstil ist. Huch. Okay, wir haben hier einen ertrunkenen Gehirn. Alles nehmen. Und wir brauchen ja insgesamt 3 Stück. Trunkies. Kann doch nicht nur einer rumlaufen. Später werden wir sie noch verfluchen, glaube ich. In späteren Gebieten gab es richtig viele von den Ertrunkenen. Tja, aber was tut man nicht alles, um Geld zu verdienen? Ne? Wir haben ja so wenig. Also nicht, dass alles hier so teuer ist und wenn wir so wenig dann wieder rauskriegen. Oha, jetzt, da sind die 3. 4. Dann sollten wir vielleicht erstmal angreifen. Okay, und dann hätte ich gerne den Gruppenkampfstil. Und vielleicht kriege ich es jetzt ja auch nochmal hin. Der weicht ständig aus, ne? Jetzt. So, zack. Halt, jetzt gehen wir wieder auf die schnellen Kampfstil. Die sind ja, glaube ich, recht schnell. So. Dann gönnen wir uns hier nochmal was zu trinken. Himbeersaft? Oder nee, was ist das? Pflaumentinktur. Oh, aber auch guter Sache für Tränke. Alkohol. Hähnchenkeule. So, erstmal eine schöne Hähnchenkeule reinpfeifen. Und speichern. Und die nächsten angreifen hier. Achso, und looten wäre vielleicht noch ganz gut. Jetzt nicht gut geklickt. Ja, und das war gut. Okay. Dann holen wir uns noch die Überreste. Zack. Und zack. Ich muss den Geistlichen aufsuchen, um meine Belohnung zu erhalten. Ja, das sollten wir tun. Man muss gleich looten, die sind nämlich schon wieder verschwunden, Jan. Oder? Nee, sind sie nicht. Hier sind noch Überreste. Zack. Ah, wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Okay, ah, er geht da doch hoch, okay. Jetzt verschwindet er. Ärgerlich. Nee, doch nicht, hier. Jetzt despawnt es erst. So, und zack. Bis zum Morgengrauen. Hey. Kein Anstand. Okay, dann können wir jetzt zurück zum Geistlichen gehen. Mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, extraordinär. Wir kriegen Geld. Unglaublich. Ich gehe lieber. Ach, hier ist doch der Geistliche. Sprecht, schnell. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Klar. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. So möge es das tun. 100 Orens. Ich hab... Danke. Ich hab 200 bezahlt. Zugeschlagen. Wen hat es erwischt? Den Wucherer, der an der Brücke wohnte. Den hat sie zerfetzt.
Ist die Frage, ne? Hat sich das jetzt gelohnt? Glaube nicht. Ich habe 200 für die Infos bezahlt über Ertrunkene. Und habe 100 zurückgekriegt. Was ist das? Obwohl nicht ganz. Ne? Wir haben ja auch 170, glaube ich, bezahlt. Wir haben irgendwie noch 30 oder so zurück für das Buch. Ist schon... Puh. Aber gut, dafür können wir jetzt natürlich auch getrunkenen Gehirne und so weiter verkaufen. Also es wird sich, denke ich, schon lohnen auf lange Sicht und halt Tränke daraus brauen. Aber jetzt so für den Start. Aber genau das soll ja abgebildet werden. Ein Hexer hat nicht viel Geld. Anders als es dann später bei The Witcher 3 zum Beispiel ist. Wo man am Ende mehr als genug Geld eigentlich hat. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Geld war da eigentlich irgendwann nicht mehr so das Problem. Mal gucken, wie sich das hier durchzieht. Das weiß ich nämlich überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich echt kaum was von dem Spiel erinnern. So, wieder rein zu Abigail. Was wollt ihr? Trank? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, quält ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut. Böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut. Zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Okay, wir bringen das Aufzeichnung über die Bestie haben wir bekommen. Und eine Höllenhundseele. Nochmal erstmal hier rein. Ich muss den Geistlichen besuchen und ihm Informationen über die Bestie bringen. Ja, das sollten wir tun. Wir können aber auch gucken. Der Ghoul-Vertrag? Nee. Berengars Aufzeichnung über die Bestie. Erste Nacht. 95 Kilo Muskeln an die 1,5 Meter groß. Fangzähne wie der Daumen eines Mannes. Man hält sich besser von ihr fern. Zweite Nacht. Ruft mit ihrem Heulen Bargesten herbei. Dämonische Herkunft so gut wie sicher. Dritte Nacht. Höchst resistent gegen Eisen und Zeichen. Hat drei Irden, die auf sie gewirkt wurden, nicht einmal bemerkt. Vierte Nacht. Alle Eigenschaften von Al-Surs Dämon bestätigt. Die Bestie stellt eine Frage. Wer die richtige Antwort nennt, hat eine Chance, sie zu töten. Aha. Okay. Wir fragen erstmal den Geistlichen, was der davon so hält. War schon richtig. Nicht nur hier dieser orangene Pfeil wieder so ein bisschen verwirrt, aber... Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich vergeude meine Zeit. Das ist nicht mein Problem. Mach doch was Sinnvolles. Kein Grund zur Eile. Nee, sprinten können wir ja auch nicht. Dann. Jetzt richtig gelaufen, ja. Ach ja, beim Geistlichen waren wir doch eben gerade. Mal gucken, was der dazu sagt.
Und wir kriegen bald wieder, obwohl, nee, wir sind hier gerade mal bei der Hälfte, ne? Ja, fast bei der Hälfte. Fürs nächste Level-Up dauert noch einen kleinen Moment. Bevor wir wieder stärker werden können. Der Ort stinkt. Ach was. Wen fütterst du eigentlich? Hier ist doch keiner. Oder die Viecher sind satt. Das kann natürlich auch sein. Oder besonders klein. Zwerghühner. Ich bin ein schreckliches, fliegendes Ungeheuer. Ah ja. Ringsum nur ein Falzpinsel. Wie konnte sie mich nur so behandeln? Das ist die Frage. Aber die Frage ist auch, warum bin ich an der Kirche vorbeigelaufen? Das scheint zufriedenstellend zu sein. Ja, aber hier ist doch nicht der Geistliche. Wie konnte sie mich nur so behandeln? Hier ist der Geistliche. Sprecht, schnell! Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orenz. Ist ein Anfang. Höchste Zeit, dass ich mich der Salamandra annehme. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Ja, das sollten wir tun. Ach so, dann sind wir hier schon durch, oder was? Also hier kommen wir erstmal nicht weiter, so lese ich das raus. Jetzt wollen wir hiermit weitermachen. Haren, Odo, Mikul müssen wir überzeugen. Aber wir brauchen noch den Ring. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer. Tatsächlich. So stand er schon. Das kehrt. Noch etwas. Ja. Sprecht, schnell. Nee. Adieu. Wieso kriege ich denn von ihm den Ring nicht? Ha. Der Geistliche kümmert sich jetzt um mich. Wie bist du hergekommen? Der Geistliche hat mich aus den Klauen einer Hexe gerettet. Klauen? Das hat er gesagt. Lebst du denn gern hier? Das ist meine Chance, ein anständiger Mensch zu werden. Ich drück dir die Daumen, Junge. Tja, er muss jetzt beim Geistlichen leben, das ist natürlich hart. Wir gucken mal in die Kapelle rein. Ja, schade. Den kann ich auch nur ansprechen, ich kann ja nicht klauen oder so. Ha. Gut, wir müssen Haren, Odo und Mikul überzeugen. Haren will nicht mit uns reden. Wo war denn nochmal Mikul? In der Gruft müssten die Ghule sein. Haus des Geistlichen. Der Geistliche meinte, dass wir zu wenig beten. Ich habe einen Mord gekauft. Ich musste nur etwas Blut rauswaschen. Wo ist denn das Haus des Geistlichen? Ist das hier das Haus des Geistlichen? Ja, da muss doch der Ring versteckt sein. Da sind zumindest Blaubeeren. Da kann man nicht drauf zugreifen. Kommode. Schwarzpulver. Treppe nach unten. Wein, Feuerstein und Brötchen. Noch mehr Wein. Na, den Wein brauchen wir nicht. Eine Prophezeiung.
Was haben wir denn hier für eine Prophezeiung? Die Prophezeiung von Idline Egli Eb Erwenien. En Idlienespat. Ich sage euch, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms bricht an. Die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts nahet die Zeiten. Zeit von Wahnsinn und die Zeit von Verachtung. Tet, Delrat, die Endzeit. Die Welt wird im Frost untergehen und mit einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Sie wird aus älterem Blut neu geboren werden, aus Henchir, aus einem Samenkorn. Dem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Estuat esse, so sei es. Achtet auf die Zeichen. Ich sage euch, welches diese Zeichen sein werden. Das Blut der Ähnensäde, das Blut der Elfen wird den Boden tränken. Okay, das war ein Lusar-Eintrag zur Prophezeiung, aber wir haben hier leider nicht den Ring des Geistlichen. Wie soll ich denn an den Ring des Geistlichen kommen? Ich hätte gedacht, wir kriegen den. Oder habe ich den Ring irgendwie im Inventar und muss ihn nur anlegen? Befehl gegen den Professor. Nee, habe ich nicht. Silberring. Tja. Das ist echt nicht gut. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. Hexer sind so ungehobelt. Wo war denn Miku? Miku? Odo, ja. Ich bin gerade irgendwie verwirrt hier. Ist auf Karte verfolgen. Harrenbrock. Der ist da. Komm, wir müssen doch irgendwie jetzt mit Haren da zu Rande kommen. Zur Not müssen wir ihn bestechen. Das ist nicht schön. Aber es hilft nichts. Ich meine, Odo, den konnten wir müssen wir unter den Tisch trinken. Der brauchte ja, das ist einen harten Schnaps. Das kriegen wir sicherlich im Gasthaus. Okay. Mit Odo, ne? Haaren. Erstmal Haaren. Das muss doch hier irgendwie funktionieren. War das hier Haarenbrocks Haus? Jetzt geht das wieder los, ne? Ja. Haaren. Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Was ist denn, wenn ich Nein sage? Nein. Fremde sind nicht... Ach, das war ja das. Oh. Das war ja das. Ach nö, jetzt muss ich dann wieder meditieren oder so, ne? Wir meditieren mal. Weiß nicht. 2 Stunden, reicht das? Problem hatten wir ja schon mal, dass er dann gar nicht mehr mit uns sprechen wollte. Ich nehme an, der natürlich. So. Frage ist, wie viel will er haben? 30? Fremde sind nicht willkommen. Hin fort! Fremde sind nicht willkommen. Der nervt ein bisschen, der Gute. Kann ich ihn nicht einfach töten? Also wieder hin ans Feuer. Das kostet jedes Mal einen Feuerstein. Okay, der Balken, der startet bei 40, dann probieren wir gleich mal 50. Das ist ganz schön viel auch wieder. Ich nehme. Natürlich. Ihr müsst einen Ring tragen. Warte mal. Wir reden. Ich hab doch einen Ring. Muss ja nicht der Ring des Geistlichen sein. So. Ich nehme. Natürlich. Nee, muss schon.
Guckt euch das mal an. Ach, das muss irgendein Ring sein. Das ist natürlich richtig gut. Nehmt das zurück! Ich nehme an, der... Natürlich. Ja, das war aber nicht der richtige Ring, oder was? Dann ist es doch nicht genial. Ich glaube euch. Vorläufig. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Ja gut, das wissen wir eigentlich schon. Ich habe es trotzdem angeklickt. Oh, er verkauft Sachen. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Okay, was hat? Der hat Waffen. Der hat Waffen. Stahlschwert. Schaden minus 20%. Okay, das ist jetzt nicht so. Ein Stahldolch, der dahin kommt. Schaden 4 bis 8, 1 bis 6. Die Waffen benutze ich ja irgendwie nie. Ehrenfett, Malmstein. Schleifstein. Erhöht den zugefügten Schaden um 10%. Der auch sogar um 20%. Ich kann Sachen verkaufen. Salpeter kann ich verkaufen und Schwarzpulver kann ich verkaufen und Feuersteine kann ich verkaufen. Nö. Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier. Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Alles klar, dann würde ich sagen, na gut, die Würfel kennen wir natürlich schon, wo die herkommen. Und dann ja, machen wir nächstes Mal einfach wieder ein paar Ertrunkene kalt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.